Hallo, ja, Viking, damit recht herzlich willkommen beim Rosing Kanal. Ihr Freund, dachte ich, das ein bisschen in die Horror. Heute spielen wir Slendy Tobbies The Next Step. Ist eine Demo und ich würde sagen, wir starten einfach mal eine neue Kampagne. Ich habe jetzt schon auf Potatoes gestellt, auf die einfachste Grafikqualität. Und ich bin mal gespannt, ob es dann wenigstens läuft. Kampagne. Kampagne? Oh. Mopas? Circus? Ich verstehe halt kein Portugiesisch. I don't understand Portuguese. Ich kenne nur der Maldito. Ihr seht ja, mein Laptop braucht ein bisschen, bis er das alles verarbeitet. Nee. Ich bin mal gespannt, hier, was zukommt. Ich habe nur von dem Slendy Tobbies The Next Step noch eine 2D-Version. Die werde ich vielleicht auch noch bringen. Mal gucken hier, ne. Falls das Spiel noch sich dafür entschließt, hier noch jemals anzufangen, dann würde ich mich natürlich freuen. Hallo? Spiel? Ich glaube, es kommt. Wir kommen es auch gleich. What? Papillas. Ich laufe jetzt erstmal hier ein bisschen rum. Wenn ich habe. Wir haben ein Nachtsichtgerät. What? What? Wir haben ein Nachtsichtgerät. Da hinten ist was. Da hinten leuchtet doch was, oder? Moment, ich mach mal ganz kurz. Ich mach mal ganz kurz meine Fresse hier wegmachen. Moment, ich mach mal hier. Du bist hier. So. Da rennen wir mal ganz schnell da hier hin, ne? Was ist das? Wir haben eins gefunden. Ich hab's doch gewusst. What? Komm ich nur ab, was? Wer ist der? What? Wir haben einen Clown? What? Sigueme. What? Euro 41? What? What? Ja, und wo ist jetzt mein Mausanzeiger? Ich glaube, das Spiel hat sich verabschiedet. Das darf jetzt wohl nicht wahr sein. Ah! Ach, jetzt ist er wieder da. Oh! Immer mal dies. Nein! Ja, der 41. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Oh! Das sieht nicht schlecht aus. Mit Panzerchen und so. Wenn er jetzt wieder so lange braucht, dann kriege ich aber die Krise hier. Aber wie gesagt, ist noch eine Demo. Aber es sieht immer lustig aus, ne? Vor allem das mit dem Nachtsichtgerät, das hat mir gefallen. Slendy Tobbies. The Next Step.
3D. Area 41. Wenn es jetzt noch kommen würde, dann würde ich mich ja da freuen wie ein kleines Kind, Leute. Wie ein kleines Kind. Könnte es, maybe, no. Es könnte jetzt kommen. Oh, wir haben hier Waffen. No. Wir können hier schießen. Ja, aber wir haben schon mal eins. What the hell? Oh, ist das hell, Leute. Oh, wir haben zwei. Was, Taschenlampe? Ich brauche keine Taschenlampe. Du Honk. Gibt's da noch was anderes? Oh, wo ist er jetzt? Geh da rein. Wir haben drei. Das nächste Zelt hinein. Immer rein ins Zelt. Das war ja klar, ne? Da ist mal wieder nichts, ne? So okay ist hier. So, ich muss da nur Treppen steigen, das ist schon bei mir ganz scheiße, ne? Da bin ich ja ganz schlecht drin, ne? In so Sachen. Ja, aber es geht ja ganz gut. Immer schön nach oben. Hä? Wieso hängt er jetzt da? Ich hab's doch gesagt. Ganz schlecht den Treppen steigen. Und den ganzen Weg wieder runterlaufen. Ja, leckt mir doch am Arsch. Oh ja, ich hab Bock drauf. Auf jeden Fall ist hier was drin. So ist es nämlich, ne? Jetzt haben wir hier noch eins. Kommt man da noch weiter? Man weiß es ja nicht, ne? Nö. Kann ich eigentlich schießen, oder was? Mit Z, mit X? Ich bin runtergesprungen. Nice. Ich bin runtergesprungen. Da gibt's jetzt sowas. Aber jetzt müssen wir hier noch hoch, weil da oben war ja auch noch eins. Habe ich gesehen, ne, von der anderen Seite. Jesus Christ. Aber komischerweise haben wir hier keine Gegner. Aber ist ja nur eine Demo, ne? Darf man ja nicht vergessen. Aber sieht ganz lustig aus, ne? Mal was anderes. Compadre. Also, dann wir kürzen ab und springen runter. Yippie! Dann holen wir uns den Pott hier. Ich höre Stimmen. Die sind draußen bei mir auf der Straße, grölen sie wieder rum. Ja, gibt's denn sowas? Hast so ein paar Idioten, oder? Ja, bei uns ist Weinfest. Weinfest. Das heißt, Wein saufen, sich einer absaufen und dann nach Hause laufen. Das haben wir gerne. Bei uns gibt's Weinfest. Es wurde geherbstet. Wir haben ja Herbst. Da werden die Weintrauben eingeholt und da wird es Wein gemacht. Da gibt es noch einen Topf. Immerhin haben wir jetzt schon 8, ne? Aber wo jetzt der Rest sein sollte, da bin ich mal gespannt, wie wir da hinkommen, ne? Das ist ein Spiel, Leute. Ein Helikopter. What? Ja! Bleib doch am Arsch. Was ist für ein Vieh? Hier ist auf jeden Fall noch ein Topf. Wie soll ich schießen, wenn hier gar keine... Oh, jetzt kommt er wieder. Die dumme Sau. What?
beobachtet, den Slender Tommy Ranger am Arsch. Er legt mich auch am Arsch. Jo, geh weiter. Das ist ein Dreck. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich belasse es jetzt mal dabei. Ihr dürft euch das gern selber runterladen und selber mal probieren. Das war auf jeden Fall Slendy Tubbies The Next Step 3D, die Demo. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Roasting-Kanal. Lasst mir doch gerne ein Like da, da freut sich der Roasting drüber in diesem Sinne. Schaltet wieder ein, genieße. Schreibt was in die Kommentare. Genießt das Leben, enjoy life. Habt Spaß miteinander. Verhaut sie nicht. Und Ipsi und Tipsi. Po und Lala sagen. In diesem Sinne. Tschö mit Ö. Und Finger nicht an uns. Euer lustiger Redner. Thank you, goodbye.